Auf allerhöchsten Befehl unseres Königs Herodes sind Omar, Sohn des Zacharias, und Sokar, Sohn des Sheli, wegen revolutionärer Umtriebe zum Tod am Kreuz verurteilt worden. 2 Tage nach dem Tod werden ihre Körper den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Wasser. Mein Junge. Ich bitte dich, gib ihm doch Wasser. Wenn es gegen den König auflehnt, verdient kein Gnade. Das ist eine Ungerechtigkeit. Die Willkür wird immer unerträglicher. Dieser Herodes ist ein Tyrann. Aus! Macht das hier nach Hause! Wir wollen keine Gewaltherrschaft! Nieder mit Herodes! Herr, hätte es auf mit den Kreuzigungen! Wo sind die Kratzker? Ja, warum habt ihr denn die anderen gelassen? Wo kommt ihr denn her? Habt ihr den Sieg mitgebracht? Habt ihr die Schlacht gewonnen? Ja, mein König. Ich lese auf deinem Gesicht, was geschehen ist. Meine Armee ist geschlagen. Mit wie vielen Leuten kommst du zurück, Aaron? Nur mit einer Handvoll Soldaten von deiner Garde. Und meine idumäische Kavallerie? Meine angeworbenen Söldner? Die Gallier, die Thrazier? Die Araber? Sie leben nicht mehr. Und meine Schiffe? Sind verloren. Sie wurden versenkt. Aber unsere Leute haben sich bis zur letzten Sekunde tapfer geschlagen. Wir hätten die Schlacht gewonnen, aber die Soldaten unseres Bundesgenossen Antonius sind zu Augustus übergelaufen. Und was ist aus Kleopatra geworden? Hat sie Antonius auch verlassen? Kleopatra ist ihm treu geblieben. Bis in den Tod. Was heißt das? Sie hat sich nach der Niederlage das Leben genommen. Imponiert dir das? Ich finde das feige. Mich selbst zu töten wäre mir zu bequem. Da. Hörst du den Pöbel brüllen? Wenn ich das höre. Nichts als Bestien sind das. Gestern war ich noch für sie der Große. Meine Meute feige Kreaturen. Jenen, die den Löwen erst anzugreifen wagen, wenn er die Zähne verloren hat. Sie sehen mich schon von den Römern gevierteilt. Aber solange ich noch lebe, sollen sie spüren, wer ihr König ist. Wie soll ich diese Worte verstehen, mein König? Glaubst du vielleicht, dass die Römer mit mir eine Ausnahme machen? Den König der Thrazier haben sie von Elefanten zertrampeln lassen. Du darfst dich nicht selbst aufgeben, mein König. Solange Atem in mir ist, werde ich für dich kämpfen. Große Worte. Du kannst mein Reich auch nicht zurückgewinnen. Es ist verloren. Der Traum ist aus. Aaron. Mein König... Geh. Leb wohl, mein König. Befehl des Königs. Niemand darf sein Gemach betreten. Ich will zu meinem Vater. Das geht nicht. Er will niemand sehen. Auch mich will er nicht empfangen? Nein. Ich verstehe. Sein Sohn aus zweiter Ehe steht höher in Gunst. Was war da draußen? Es war nur der übliche Marktlärm, Marianne. Nein, Bruder. Diesmal klang es ganz anders. Du musst sagen, was passiert ist. Meine Königin... Aaron schickt mich. Du musst sofort den König aufsuchen. Es geht um sein Leben. Mutter, weißt du, was geschehen ist? Bitte sag es. Herodes und Antonius sind von Augustus geschlagen worden. Oh Gott. Marianne! Geh jetzt nicht hin. Er hört auf dich doch nicht. Verzeih, Königin. Aaron hat befohlen, niemanden durchzulassen. Öffne. Was willst du hier? Ich... Herodes, ich wollte... Sehen, ob ich noch lebe? Aber mein Platz ist doch an deiner Seite. Vielleicht.
Aber ich möchte jetzt allein sein. Und bevor die Sonne untergeht, wirst auch du allein sein. Denkst du vielleicht, ich wüsste nicht, was mich erwartet, Marianne? 1000 Dolche lauern in den Gängen, auf den Straßen, auf den Plätzen. Sie warten und einer fragt den anderen, lebt er noch? Nein, so darfst du nicht sprechen. Du hast bisher auch die hoffnungsloseste Lage überwunden. Du wirst doch diesmal am Ende Sieger sein. Warum sagst du mir das? Weil ich dich liebe. Als du mich vor 3 Jahren gezwungen hast, deine Frau zu werden, da hatte ich Angst vor dir. Ich habe dich gehasst wie den Tod. Später, als ich dann sah, wie viel ich dir bedeute, ist aus meinem Hass Liebe geworden. Die anderen sehen in dir nur den Tyrannen. Außer mir weiß keiner, wie es in Wirklichkeit in dir aussieht. Ich glaube an dich. Du musst durchhalten. Aber wenn du in den Tod gehen willst, sterbe ich mit dir, Herodes. Wenn ich dir glauben könnte, Marianne... Du musst es. Dann würde ich... Was, Herodes? Einer Welt von Feinden zum Trotz weiterkämpfen. Lass uns zusammen fliehen. In die Wüste, ins Gebirge, irgendwohin, wo die Römer uns niemals finden werden. Was für ein absurder Gedanke. Ich fliehe nicht. Wohin, Daniel? Bleib doch. Nein, ich will nicht, dass meine Mutter uns zusammenzieht. Sie mag dich nicht. Ich weiß, dass sie gegen mich hetzt. Ich leide sehr darunter. Lass mich los. Nicht so eilig. Der Thron läuft nicht fort. Was soll das bedeuten? Danach musst du deine Mutter fragen. Weshalb redest du nicht offen mit mir? Was willst du, Antipatro? Ich will Klarheit. Du weißt doch ebenso gut wie ich, dass Herodes am Ende ist. Wenn er sich nicht tötet, wird er ermordet. Pfui, wie gemein sprichst du von deinem Vater. Genauso wie er von mir. Deine Mutter will doch, dass du nach dem Tode von Herodes König wirst. Kannst du mir verraten, was dann aus mir wird, wenn du auf den Thron steigst? Habt ihr euch schon etwas ausgedacht? Ich verstehe dich nicht, dein Misstrauen ist verletzend. Aber berechtigt. Ich weiß, was mich erwartet. Von ihm und von euch. Trompeten? Die Königsfanfare. Bürger von Judäa, wir haben den Krieg verloren. Meinem Volk stehen schwere Zeiten bevor. Aber ich werde versuchen, euch das Schlimmste zu ersparen. Ich habe deshalb beschlossen, mich selbst nach Rhodos zu begeben, unseren Besieger, den römischen Feldherrn Augustus, aufzusuchen und mich ihm zu unterwerfen. Seit meine Soldaten die Nachricht von der Niederlage gebracht haben, sind eure Herzen mit Hass gegen mich erfüllt. Ihr alle habt mich verlassen. Wo sind meine Ratgeber? Samer, früher hast du mir immer deinen Rat zur Verfügung gestellt. Sag mir auch jetzt, was du von meinem Vorschlag hältst. Warum fragst du mich? In wichtigen Momenten hast du bisher nur deinen Astrologen gehört. Nabucea! Wie ist die Konstellation der Sterne? Noch immer ungünstig für mich? Sehr ungünstig, großer König. Immer noch unverändert. Ich prophezeie dir... Ich will keine Prophezeiung hören. Esra, du wirst mit den Priestern nachher einen Bittgottesdienst halten, damit Gott mir gnädig sei. Und das wiederholt ihr täglich, bis ich allen Prophezeiungen zum Trotz zurückkehre. Ja, mein König. Aaron, du wählst mein Gefolge aus. Morgen reiten wir. Du kannst dich auf mich verlassen. Ares. Mein König? Wenn ich die Stadt verlasse, wünsche ich in allen Straßen jubelndes Volk. Und auch die Garde steht Spalier. Ich werde dafür sorgen. Mariam. Tares. In meiner Abwesenheit sorgst du mit aller Strenge dafür, dass die Schlangen in ihren Nestern bleiben. Wenn sie sich regen, werde ich diesen Saal mit ihrem Blute rot färben. Die Reise wird kein Triumphzug, Oleg. Deshalb bitte ich ja gerade um die Ehre, dem Gefolge anzugehören. Gut, Oleg. Du gehst mit nach Rhodos. Bis morgen. Ich danke dir, Aaron. Was hast du, Sanna? Warum willst du mich schon wieder verlassen? Können wir denn nie miteinander glücklich sein? Versteh doch, Herodes kann mich jetzt nicht entbehren. Du weißt, dass ich ihm alles verdanke. Ohne ihn wäre ich heute noch ein kleiner, unbedeutender Offizier irgendwo in der Provinz. Mein Vater ist in der Schlacht gegen die Araber an der Seite des Königs gefallen.
Von da an hat Herodes mich wie seine eigene Tochter behandelt. Auch ich verdanke ihm viel. Aber glaubst du, deshalb würde ich je vergessen, dass mein Vater für ihn gestorben ist? Er war Soldat. Genau wie du, Aaron. Deshalb habe ich Angst, dass er dich mir auch entreißt. Wie schön du bist. Das hast du mir lange nicht gesagt. Weshalb siehst du mich so an? Ich habe vorhin geträumt, dass ich gestorben wäre. Du warst von vielen anderen Männern umgeben, die dich gefragt haben, wie es möglich war, dass du mich lieben konntest. Es war keine Liebe, hast du geantwortet. Das würde ich nie sagen, Herodes. Dein Leben ging weiter, als wäre nichts geschehen. Du hattest mich vergessen. Du warst sehr fröhlich. Du sagtest, nenn den verhassten Namen nicht. Ich will ihn nicht hören. Ich habe ihn längst vergessen. Noch vor wenigen Stunden haben wir uns umarmt, Liebste. Glaubst du etwa, es wäre mir möglich, dabei zu lügen? Du musst mir mehr Vertrauen schenken, ich bitte dich. Ich glaube daran, dass du zurückkommen wirst. Hast du keine Angst, ich könnte nicht zurückkehren? Mein Gefühl hat mich bisher noch nie getrogen. Wir werden uns wiedersehen. Ich hoffe, du hast recht. Aber versprich mir, sobald du hörst, dass ich... Es ist Zeit, ich muss gehen. Es wird eine anstrengende Reise. Was soll ich dir versprechen? Sag es mir. Sag es bitte. Nein, nein, Marianne, frag nicht. Es war nichts. Ich muss jetzt aufbrechen. Mögen die Götter dich schützen. Die jubelnde Menge. Das Volk hat sich in den Häusern eingeschlossen. Wenn du befiehlst, werde ich Gewalt anwenden, mein König, und die Hunde ausräuchern. Vielleicht bei meiner Rückkehr. Ich werde es nicht vergessen. Jetzt wird es Zeit, dass wir aufbrechen. Gott schütze dich, mein König. Der Himmel verhüte, dass du je zurückkehrst. Du bist noch nie in diesen Gemächern gewesen. Du irrst, mein Kind. Ich habe vor dir hier gewohnt, als meine Familie noch über Judäa herrschte. Unsere Familie? Ich habe den Eindruck, du hast längst vergessen, dass du auch dazu gehörst. Uns liebte das Volk und nannte uns das Geschlecht der Helden. 4 Jahrhunderte haben wir Makkabäer regiert, bis Herodes uns um den Thron brachte. Und jetzt muss unser auserwähltes Volk die Schande erleben, von einem römischen Prokonsul regiert zu werden. Nein, die Römer werden unser Land nicht regieren. Denkst du vielleicht, Herodes wird zurückkehren? Das glaube ich nicht. Jedenfalls nicht, ohne das Volk an Augustus zu verkaufen. Er ist immer doppelzüngig gewesen. Das weißt du. Was die Doppelzüngigkeit angeht, Mutter, ich kenne jemanden, der ihm darin überlegen ist. Ich habe mich so gefreut, als du zu mir ins Zimmer tratst. Ich dachte, du brächtest ein wenig Trost. Aber du hast nur die Absicht, mir weh zu tun. Ich verstehe nicht, wie dich tiefere Gefühle an diesen Despoten binden können. Deine Vermählung mit ihm war eine Schande für unseren Namen. Eine Demütigung für dich, eine Beleidigung. Du musst ihn hassen wie den Tod. Sag mir nicht, dass du ihn liebst. Es ist keine Liebe. Was du dir eingeredet hast, ist nichts als niedrige Hörigkeit. Du musst sie überwinden. Du musst ihn verachten. Du weißt nicht, wie sehr ich ihn liebe. Seit ich einen Sohn von ihm habe, kann uns nichts mehr trennen. Sieh ihn dir bitte an. Seit er zur Welt gekommen ist, warst du nicht einmal bei ihm. Er ist der Sohn des Herodes. Ist das seine Schuld? Er hat ein so nettes, liebes Gesichtchen. So goldige, kleine Händchen. Er ist genauso reizend wie alle kleinen Kinder. Aber er ist der Sohn von Herodes. Wenn Daniel König wäre, brauchten wir keine römische Besatzung im Lande zu befürchten. Ich hoffe, dass du meinen Plan unterstützt, Marianne. Nein, Mutter, Herodes ist König.
Es ist traurig, dass Mutter und Tochter so zu Feinden werden können. Mein König, willst du nicht lieber doch umkehren? Ich denke nicht daran. Ich werde meinen Entschluss durchführen. Aber du, Aaron, du reitest zurück zum Palast. Ich werde an der Seite meines Königs bleiben. Ich weiß, du bist ein treuer, tapferer Soldat. Ich habe einen Auftrag für dich, den nur ein Freund ausführen kann. Gib mir deine Weisungen. Aaron, sollte ich wirklich nicht mehr zurückkehren? Mein König. Sollte der Fall eintreten, dass ich nicht zurückkehre? Ich möchte im Jenseits nicht völlig allein sein. Ich möchte, dass jemand bei mir ist, der mir nahesteht. Du meinst deine Gemahlin? Schwöre, dass du mir gehorchen wirst. Ja, ich schwöre es. Du wirst dich im Palast aufhalten, sie bewachen, sie beschützen. Solange ich lebe. Aber wenn du hörst, dass man mich umgebracht hat, töte ich sie. Aber sie darf nie erfahren, welchen Auftrag du hast, verstanden? Du kannst dich auch nicht verlassen. Bringst du sonst keine Nachricht für mich? Er hat mir nur aufgetragen, dich zu beschützen. Dafür hat er auf dich, seinen treuesten und tapfersten Mann, verzichtet? Eigenartig. Glaubt er noch an den Erfolg, als er dich weggeschickt hat? Herodes scheut die Gefahr nicht. Ja, er hat mehr Kraft als wir alle. Was glaubst du, wo er sich jetzt befinden mag? Er kann nicht mehr weit von Rhodos entfernt sein. Sag mir, Aaron, aber aufrichtig, glaubst du auch, dass die Römer ihn umbringen werden? Oder glaubst du an seine Rückkehr? Er wird zurückkehren. Ich glaube daran ebenso wie du. Erhältst du irgendwelche Nachrichten, dann verständige mich sofort. Es wird geschehen, Königin. Geh jetzt zu Sarah. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Darauf hat Kleopatra, die Königin von Ägypten, sich von Schlangen beißen lassen. Als wir eintrafen, war sie bereits tot. Die Götter, meine ehrwürdigen Senatoren, haben es leider verhindert, dass ich sie in Ketten legen, der Feldhauptmann Claudius und nach Rom bringen konnte. Sei gegrüßt, Augustus. Unsere Wachen haben einen ausgezeichneten Fang gemacht. Herodes ist ihnen mit etwa 100 Leuten in die Hände gefallen. Wo befindet er sich jetzt? Hier. Es klingt unglaublich, aber der Wahnsinnige war auf dem Weg zu dir, Augustus. Er wollte mit dir unterhandeln. Und sich dir unterwerfen. Ich habe keinen Grund, ihm Gnade zu erweisen. Er war der Verbündete des Verräters Antonius. Was soll mit ihm geschehen? Bring ihn zu mir. Ich will ihn mir erst einmal ansehen, diesen vielgefürchteten, den großen Herodes. Hat dich jemand gesehen? Außer dem Diener niemand. Und was weiter? Sie haben ihn in Fesseln gelegt, sobald er den Fuß aufs Land setzte. Danach wurde er durch den Schmutz geschleift wie ein ganz gemeiner Verbrecher. Die Soldaten peitschten ihn wie einen Hund. Die Bevölkerung spuckte ihn an und beschimpfte ihn. Und dann? Sprich weiter. Was weiter geschehen ist, weiß ich nicht. Ich hielt es für angebracht, mich in Sicherheit zu bringen und hierher zu eilen, wie du mir ausdrücklich befohlen hattest. Aber ich bin sicher, du wirst in Kürze die Nachricht von seiner Hinrichtung erhalten. Diese Nachricht ist schon eingetroffen, Oleg. Durch wen? Du hast sie mir eben gebracht. Ich? Du kannst in wenigen Stunden Kommandant der Garde werden. Du brauchst nur zu verbreiten, dass Herodes tot ist. Ich verstehe, Königin. Er wurde niedergeschlagen, mit schweren Ketten gefesselt und in das Feldlager des Augustus gebracht. Aber die Soldaten und die Bevölkerung haben ihn so schwer misshandelt, dass er bereits tot war, bevor er im Lager eintraf.
Ich habe selbst gesehen, wie ihm ein römischer Soldat das Schwert in den Rücken stieß. So ist er also tot. Den Leichnam des Herodes haben sie den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Wenn die Lage so ist, müssen wir sofort die Frage der Thronfolge klären. Und zwar bevor die römischen Truppen kommen. Sie werden sonst einen Prokonsul als Regenten einsetzen. Und damit wären wir für alle Zeiten römische Kolonie. Das müssen wir verhindern. Wir rufen Daniel zum König aus. Einverstanden. Aber Herodes hat einige treue Anhänger, das dürfen wir nicht vergessen. Alle seine Verwandten und früheren Günstlinge. Sie werden unsere Feinde sein. Wir müssen sie ausschalten, bevor sie uns schaden können. Ich bin auf eurer Seite. Daniel soll König werden. Mein Vater war ein Unmensch. Ich werde es dem Volk sagen. Ich werde es öffentlich verkünden, wenn ihr wollt. Die Leute werden mir glauben. Ich will euch helfen. Ich bin doch auf eurer Seite. Vertraut ihr mir nicht? Antwortet doch. Nein. Nein. Nein! Soll er beiseite geschafft werden? Es hat noch eine Weile Zeit, Oleg. Vorläufig ist er noch nicht gefährlich. Aaron ist der Gefährlichste. Er muss zuerst beseitigt werden. So bald wie möglich. Ja. Noch heute Nacht. Du erledigst das. Du warst sein Freund. Ja, gut. Aaron, hilf mir! Die Soldaten haben den Palast umstellt. Ich kann nicht mehr fliehen. Was ist denn passiert? Mein Vater ist tot. Die Römer haben ihn getötet. Ist das wahr? Ja. Das glaube ich nicht. Doch. Du belügst mich. Nein, ich schwöre dir, es ist die Wahrheit. Ich habe in ihren Augen gesehen, dass sie auch mich töten wollen, weil ich sein Sohn bin. Und welcher Bote hat die Nachricht gebracht? Ich will nicht sterben. Ich will leben. Hilf mir doch, Aaron. Hilf mir. Oleg. Herodes ist tot. Ist das wirklich wahr? Ja, Aaron. Er ist tot. Ich wäre am liebsten ins Lager der Römer gegangen und hätte die sterbliche Hülle geholt, um sie in Jerusalem in allen Ehren beizusetzen. Aber ich habe Angst um mein Leben gehabt. Das gebe ich zu. Ich habe mich als Bettler verkleidet. Und so konnte ich fliehen. Ein bedauerliches Ende. Für einen so großen König. Wir haben ihm bis zuletzt die Treue gehalten. Ich werde sie ihm auch weiterhalten. Wie meinst du das? Ich habe noch einen Auftrag. Ole, bist du wahnsinnig? Feier! Töte mich nicht! Ich bitte dich, Aaron! Bitte, so viel du willst! Und dir habe ich mein Vertrauen geschenkt. Verräter! Ich konnte nicht anders. Sonst wäre ich getötet worden. Lass mich bitte allein. Nachricht von Herodes? Ja, meine Königin. Ist er tot? Hätte ich ihn doch davon zurückgehalten. Hätte ich doch verhindert, dass er entging. Ich will ohne ihn nicht mehr leben. Ich will ohne ihn nicht mehr leben. Aaron, ich beschwöre dich, Aaron, töte mich auch. Ich bitte dich, töte mich, Aaron, töte mich auch. Nein, meine Königin. Obwohl Herodes es mir befohlen hat, du musst leben. Er wollte mich töten. Was vergangen ist, können wir nicht mehr ändern.
Darum vergiss, was gewesen ist. Du brauchst jetzt alle Kraft für die Gegenwart und Zukunft. Die Zukunft ist tot. Nicht für deinen Sohn. Für ihn musst du weiterleben, bis er alt genug ist, um die Nachfolge seines Vaters zu übernehmen. Dann wirst du stolz auf ihn sein, Königin. Zunächst aber geht es um sein Leben. Nein, das ist nicht wahr. Jede Minute kann der Aufruhr zum Ausbruch kommen. Weißt du, was das bedeutet? Die Verschwörer werden zuallererst versuchen, deinen Sohn zu ermorden, weil er ihnen im Wege ist. Wer, mein Bruder? Nein, meine Mutter. Sie ist das Haupt der Verschwörung. Nichts wird sie davon abhalten, deinen Sohn aus dem Wege zu räumen. Du musst Herodes vergessen, auch dein eigenes Schicksal. Du darfst jetzt nur noch an deinen Sohn denken. Dieser Idiot. So nichts nützt er. Aaron war schneller als er. Jetzt wird er seine Wache? Aaron und die Königin sind zusammen mit der Wache aus dem Palast entflohen. Das durchkreuzt unsere Pläne. Mir wäre es lieber, wenn er dort läge anstatt Oleb. Der große Herodes. Warum bedeckt er seine Augen? Er war 3 Tage im Dunkeln, Augustus. Geschieht ihm ganz recht. Während der Zeit hat er sich gut ausschlafen können, aber er hatte kein Wasser. Willst du trinken? Ich will mit dir reden. Was versprichst du dir davon? Du bist mein Gefangener. Wenn du mich in der Schlacht gefangen genommen hättest, würde ich nichts anderes erwarten als den Tod. Aber ich bin freiwillig gekommen. Vergiss das nicht. Denkst du, das könnte an deinem Schicksal etwas ändern? Ja, denn es gibt mir das Recht als... Ein Besiegter hat keine Rechte. Nein, aber ein König, der sich freiwillig dem Feind ausliefert, darf erwarten, dass er von ihm angehört wird. Das gebietet schon die Klugheit. Seine Vorschläge können für den Sieger von Nutzen sein. Du verstehst es klug und überzeugend zu reden, Herodes. Aber in Rom wird dir das wenig nützen. Dort werden nur die treuen Dienste starker und zuverlässiger Verbündeter geschätzt. In Judäa könntet ihr durch meine List und Erfahrung mehr erreichen als mit Waffengewalt. Glaubst du kannst die Steuern einziehen? Niemand bringt es fertig, die Abgaben einzutreiben. Außer mir. Sollen wir vergessen, dass du der Bundesgenosse des Verräters Antonius gewesen bist? Hast du ihm nicht die Treue gehalten, bis zuletzt? Doch, ich habe ihm die Treue gehalten. Wenn das ein Feldherr wie du feststellt, bedeutet es Lob und Anerkennung für mich. Denke nicht daran, wessen Freund ich war, sondern wie sehr ich sein Freund war. Als dein Freund wäre ich ebenso treu, August. Ich habe dich durchschaut. Deine Freundschaft wechselt vom Besiegten zum Sieger hinüber wie eine Fahne, die sich mit jeder Windrichtung dreht. Du hältst dich für klug, Herodes. Aber für diese Art Klugheit bin ich unempfänglich. Aber bei mir richtest du nichts damit aus. Ebenso wenig wie vorher mit deinen Truppen. Schafft ihn jetzt fort! Ich würde ihn an deiner Stelle enthaupten lassen. Es wäre ein abschreckendes Beispiel für alle übrigen Fürsten, die mit dem Gedanken spielen, sich gegen uns zu erheben. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Eigentlich müsste ich ihn nach Rom bringen und köpfen lassen. Andererseits braucht Rom die Tribute, darum ist es besser, ihn wieder als König einzusetzen. Dann kann er uns von Nutzen sein. Es steht geschrieben, ich habe lange zum Herrn gerufen und der Herr hat meine Stimme erhört. Ich war versunken im Sumpf der Sünde, doch der Herr hat mir geholfen, meine Füße wieder auf felsigen Boden zu stellen. Daniel, sei dieser Worte eingedenk, damit dein Thron ein Felsen sei, zur Ehre Gottes und Israels. Die Römer sind da. Römer? Hier? Ja, sie stehen draußen vor dem Palast. Schließ die Türen. Wir müssen die Zeremonie unbedingt beenden, bevor die Römer den Saal betreten. Ezra, begleite ihn zum Thron. Setz ihm die Krone auf. Proklamiere ihn zum neuen König Judäas. Möge er die Krone zur Ehre Gottes und Judäas tragen.
tot ist. Ja, er ist es. Er ist also nicht tot, er lebt. Was geht hier vor? Wird hier ein Fest gefeiert? Claudius, du wirst sehen, dass hierzulande viel Theater gespielt wird. Aber nicht nur auf der Bühne, wie bei euch in Rom und in Griechenland. Hier wird in den Palästen gespielt. Die Darsteller der Hauptfiguren waren, in diesem Falle, eine machthungrige Königin-Mutter und ein treuloser Feldherr. Ich war dir treu, mein König, aber wir hörten, du wärst tot. Es sieht so aus, als ob die heutige Komödie eine feierliche Krönung behandelt. Fares, was hast du eben gesagt? Ich sagte, als wir hörten, dass du tot seist, waren wir alle tief erschüttert, mein König. Wo ist die Königin? Wo ist Aaron? Ihr habt mich für tot gehalten? Ja, mein König. Oleg hat uns diese traurige Nachricht überbracht. Oh. Nein! Der Feldherr Octavianus Augustus hat beschlossen, dass Herodes weiterhin König in Judäa sei. Augustus wünscht, dass die Bevölkerung von Judäa ihm Gehorsam leistet. Vater, du lebst, Vater! Ja, ich hab euch doch gesagt, dass ich zurückkommen werde. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Sie wollten mich töten, aber ich habe mich versteckt. Wo ist die Königin? Töte sie, Vater, du musst es tun. Du musst die alle umbringen lassen. Antworte meine Frage. Heraus damit, wo ist die Königin? Wo ist Aaron? Aaron? Ich habe ihn um Hilfe angefleht, aber er hat sie mir verweigert. Antworte endlich! Ich frage dich, was aus Marianne geworden ist. Sie ist geflohen. Geflohen? Mit Aaron. Nicht tot, sondern geflohen. Weißt du, wohin? Das weiß Sarah. Vater, lass sie umbringen. Lass sie umbringen. Töte sie. Sarah! Ja, mein König. Weißt du, wo Aaron ist? Nein, mein König. Du musst es doch wissen. Willst du mir nicht die Wahrheit sagen? Doch. Konnte er die Königin retten? Ja. Komm mit. Du musst mich zu ihm führen. Herodes. Marianne. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich bin, dich wiederzusehen. Und dich zu umarmen. Jetzt werden wir uns nie mehr trennen. Ich hatte den Tod vor Augen, aber jetzt ist alles vergessen. Ich hatte keine Angst vor dem Tod. Ich hatte nur Angst, dass ich dich nicht wiedersehen würde. Dieser Augenblick entschädigt mich für alles. Warum sagst du nichts? Was soll ich sagen? Danke dem Himmel, dass er dich gerettet hat. Ich habe keine Veranlassung, irgendwem zu danken. Ich habe mir selbst geholfen. Warum siehst du mich so an? Es hat sich vieles geändert. An deiner Liebe? Nein, die ist noch die gleiche. Nur frage ich mich, ob du sie verdienst, Herodes, seit ich weiß, was du Aaron befohlen hast. Wo ist Aaron? Er reitet durch Idumea, um ein Heer aufzustellen, um deinem Sohn die Herrschaft zu sichern. Du hattest ihm etwas anderes befohlen. Ich kann nicht begreifen, wie du so etwas tun konntest. Ich könnte es nicht. Ich könnte nicht so grausam sein. Ich könnte nicht das Liebste auf der Welt töten lassen. Du würdest es verstehen, Marianne, wenn ich dir klar machen könnte, wie sehr ich dich liebe. Vor 2 Jahren, als du so schwer krank warst, da habe ich den Entschluss gefasst, wenn du sterben würdest, keine Sekunde länger zu leben als du. Ein Leben ohne dich wäre mir unerträglich. Findest du es da wirklich so grausam, wenn ich dasselbe auch von dir erwarte? Du hast es eben nicht von mir erwartet. Du hast einen Mörder geschickt, der mich töten sollte, anstatt mir Vertrauen zu schenken. Wenn er dir gehorcht hätte, wäre ich jetzt tot. Du hast doch nicht an deinen Sohn gedacht. Aaron wohl. Aaron! Er hätte über den Befehl nicht mit dir sprechen dürfen. Jetzt hat er dich zu meiner Feindin gemacht. Nein, ich bin nicht deine Feindin. Marianne, verzeih mir meine Ungeduld. Ich war so lange fort. Und du hast mir noch nicht einmal zugelächelt. Wir wollen unserem hohen römischen Gast den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen und ihm zeigen, dass Eintracht, Glück und Frieden in diesem Palast regieren. Du siehst, Claudius,
dass mein Volk bereit ist, die Leiden des Krieges zu vergessen und sich der Freude hinzugeben. Wein! Wir trinken auf den Frieden mit Rom. Auf einen Frieden, der ewig dauern soll. Und auf das Wohl von Claudius Severus, dem Statthalter des siegreichen römischen Imperiums. Der Himmel schenke ihm eine glückliche Heimkehr. Mein König, dort im Wasserbecken liegt Daniel. Ich glaube, er ist tot. Nein! Daniel! Daniel! Ist er tot? Ja. Lass mich zu ihm! Ist er tot? Oh, Daniel! Daniel! Ach, Daniel! Daniel, mein Sohn! Daniel! Armer Junge! Der Verlust ist sehr schmerzlich für mich. Heuchler! Mörder! Ich halte dir deine Erregung zugute, Alexandra. Mörder! Du kannst mich nicht täuschen. Du hast es getan. Du hast ihn ermorden lassen. Du! Daniel konnte nicht schwimmen. Er ist in das Becken gefallen und ertrunken, weil niemand in der Nähe war, der ihn retten konnte. Du lügst, Heuchler. Er soll bestattet werden wie ein König. Mit allen Ehren, die man mir erweisen würde. Wenn ich dort läge. Daniel, häng nicht an. Bitte. Du bist nicht mehr meine Tochter. Du bist auch nicht mehr die Schwester Daniels. Du bist die Frau dieses Mörders. Seine Mitwisserin. Mutter, das ist nicht wahr. Schweig. Du lügst genauso wie er. Beweise mir das Gegenteil. Räche deinen Bruder. Räche ihn, Marianne. Ich bitte dich, Herodes, sag mir die Wahrheit. Ist der Tod Daniels? Mein König hat keine Rechenschaft abzulegen. Ich frage nicht den König, sondern meinen Gemahl. Oh, Herodes, ich bitte dich. Ich will ja nur von dir hören, dass der Verdacht unbegründet ist. Sag mir, dass es ein Unfall war. Das habe ich doch vorhin bereits gesagt. Vorhin waren wir nicht allein. Sag es noch einmal, Herodes, und sieh mich an. Willst du mir eine Frage beantworten, Marianne? Welches Leben ist dir wertvoller? Das von Daniel oder meines? Wenn man dich vor die Wahl stellen würde. Solche Entscheidung darf niemand fordern. Nimm einmal an, dein Bruder hätte einer Verschwörung angehört, die das Ziel hatte, mich zu beseitigen. Daniel ist kein Verschwörer gewesen, das weißt du. Nur deine Günstlinge waren die Verräter. Die falschen Pharisäer, die dein Vertrauen besitzen. Ich kenne sie und habe sie immer gehasst. Immer waren deine Feinde auch die meinen. Ich habe mich sogar mit meiner Mutter überworfen, deinetwegen. Weil ich dich liebte. Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwächlinge. Entweder man schlägt zuerst zu, oder man wird vernichtet. Vielleicht sind deine Feinde nicht besser als du. Vielleicht ist die Welt wirklich so, wie du sagst. Aber ich kann dich nie wieder so sehen wie früher. Ich liebe dich nicht mehr, Herodes. Ich kann es einfach nicht mehr. Nein, so darfst du nicht reden. Was du jetzt sagst, glaubst du in ein paar Tagen selbst nicht mehr, wenn die Erregung vorüber ist. Du wirst sehen, wie recht ich habe. Marianne. Du weißt, ich habe eine große Ähnlichkeit mit Daniel. Dieselben Gesichtszüge, dieselben Augen. Und du willst mich trotzdem küssen? Ich will den Namen nicht mehr hören. Lass mich, rühr mich nicht an. Ich brauche dich, hörst du? Ich kann mich nicht mehr sehen. Schäle dich zu deiner Mutter und meinen anderen Feinden! Der schlimmste Feind, den du hast, bist du selbst! Marianne! Was machst du hier? Ich hab gelauscht. Du hast den Mut, das zuzugeben! Ist es ein Verbrechen, wenn ich mir Sorgen um dich mache? Es bedrückt mich, wenn ich sehe, wie dich alle belügen. Ich leide darunter. Dass mein Vater, der König von Judäa, sich vor seiner Frau erniedrigt. Scher dich weg!
Ich habe das Sprichwort nie glauben wollen, dass jeder an seinem Unglück schuld sei, aber jetzt sehe ich, dass es wahr ist. Antipatro, du weißt, diese Andeutungen sind mir zuwider. Wenn du mir etwas zu sagen hast, sag es offen oder geh. Du hast kein Vertrauen zu mir. Nein, deshalb sprich oder verschwinde. Ich fürchte, du wirst es falsch auslegen und zornig werden. Also raus damit. Die Idumäer wollten doch ebenfalls einen neuen König wählen. Vielleicht hatte deine Frau damals die Absicht... Was? Diesen Mann zu heiraten. Ich erwürge dich, du Kräute! Woher hast du die Stirn meiner Frau so etwas zu unterstellen? Sag mir, wer der Mann ist, und ich reiße dich in Stücke! Sag mich nur! Ich flehe dich an, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe! Wer der Mann ist, will ich wissen! Das musst du doch ebenso gut wissen wie ich. Denk einmal nach, es kommt doch nur einer dafür in Frage. Einer, der Mut besitzt und gut aussieht und mit der Königin geflohen ist, Vater. Soll ich den Namen nennen? Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Aaron? Ja, Aaron. Er war mein treuester Gefährte. Er war es, Vater. Weißt du noch etwas? Dass sie zu den Wüstenstämmen geflohen sind und eine Weile dort zusammen gelebt haben. Ich finde es merkwürdig, dass er sich nach deiner Rückkehr noch nicht bei dir gemeldet hat. Ich will Beweise, keine Vermutungen. Du verlangst zu viel von mir. Idumäa ist ziemlich weit von Jerusalem entfernt. Gnade dir der Himmel, wenn du mich belogen hast. Dich zu belügen ist ungefährlicher, als die Wahrheit zu sagen. Es ist meine Schuld. Ich wollte, dass er König wird. Jetzt ist er tot. Mutter, nicht weinen. Der Prinz ist erwacht, meine Königin. Mutter, beruhige dich doch. Sarah, was ist, warum weinst du? Aaron ist verschwunden. Herodes hat einen neuen Kommandanten der Wache ernannt. Ich habe solche Angst um ihn, Königin. Frag doch den neuen Kommandanten, wo er ist. Ich habe es versucht, aber er weicht mir aus. Alle weichen mir aus. Hilf mir, Königin. Sprich mit dem König über ihn. Nein, das kann ich nicht. Aber es geht doch um sein Leben, wenn er in Ungnade gefallen ist. In Ungnade? Du weißt, was ihn dann erwartet. Das kann nicht sein. Das ist vollkommen unmöglich. Aaron ist der Vertraute des Königs. Ich fürchte, dass ihn jemand bei Herodes verleumdet hat. Verzeih mir, Königin. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Hilf mir, bitte. Hör auf zu weinen, Sarah. Ich will versuchen, dir zu helfen. Warte hier so lange. Bitte, Mutter, sieh doch nach meinem Sohn. Dein Befehl ist bereits ausgeführt worden, mein König. Wir haben Aaron sofort nach seiner Ankunft festgenommen. Der Henker soll ihn foltern, bis er gesteht. Ah, Mariamne, du kommst gerade recht. Das ist der neue Kommandant der Wache. Ein besonders treuer und zuverlässiger Mann. Mein Leben und mein Schwert sind euch und dem König geweiht. Ein guter Spruch, Ephraim. Die Königin weiß treue Leute sehr wohl zu schätzen. Ihr könnt jetzt gehen. Das ist wirklich eine große Überraschung, nachdem du mich tagelang gemieden hast. Was führt dich zu mir? Ich möchte dich fragen, wo dein bester Freund ist. Mein bester Freund? Ich habe eine Menge gute Freunde. Du weißt genau, wen ich meine. Ich spreche von Aaron. So, von Aaron. Du bist jetzt fast 2 Wochen vor mir geflohen, als ob ich die Pest hätte. Heute erst sehe ich dich wieder. Und weshalb? Weil du unbedingt wissen möchtest, was aus deinem Freund Aaron geworden ist. Du wirst blass und zitterst. Hast du etwa Angst, dass ihm was geschieht? So viel ich weiß, warst du früher nicht so besorgt. Wo ist Aaron jetzt, Herodes? Soll ich dich zu ihm führen? Mhm. Mit Vergnügen. Komm mit. Wo führst du mich hin? Wir sind gleich da. Dort liegt dein Aaron. Was ist? Warum macht ihr nicht weiter? Er hat die Besinnung verloren. Bringt ihn wieder zu sich. Los, Wasser. Sieh mich an.
Kennst du mich? Herr Rode ist... Dein König! Nein, nicht mehr. Du hast dich vom Ehrgeiz blenden lassen, du Verräter. Ich hatte dir mein Vertrauen geschenkt, aber du wolltest den Thron von Judäa an dich reißen. Für Mariamne und für dich, nicht wahr? Du hast nur auf meinen Tod gewartet. Aber ich bin wiedergekommen. Und jetzt sollst du spüren, wer hier König ist. Aaron, ich kann deine Qualen beenden und dich am Leben lassen. Oder dich so foltern, dass du die Frau verfluchen wirst, die dich geboren hat. Das wird allein von deiner Aussage abhängen. Seit wann hast du ein Liebesverhältnis mit meiner Frau? Versuch nicht zu leugnen. Foltert ihn weiter. Lass sie aufhören, Herr Rhodes. Wie lange geht das schon? Hä? Wann hast du angefangen, mich zu hintergehen und zu verhöhnen? Weiter foltern! Mein König, so wird uns draufgehen. Weiter, sag ich! Nein, Herr Rhodes! Lass sie auf! Ich will die Wahrheit wissen! Dein Verdacht ist unbegründet! Schwöre es mir! Ich schwöre es! Dann beweise es! Wie soll ich das machen? Sag, dass ich ihn umbringen soll und ich glaub dir auf der Stelle. Aber er ist unschuldig! Er wird bestattet wie ein König. Nein, Herr Rhodes, ich kann Sein doch... Leben für unsere Liebe! Diesen Preis fordere ich! Dieses Opfer muss ich von dir verdienen. Es ist der einzige Beweis für die Wahrheit. Nein, das kann ich nicht. Du willst nicht, dass er stirbt? Nein! Dann liebst du ihn also! Bring sie weg! Vorwärts! Foltert ihn weiter! Ich begreife nicht, wie ein Mensch sich so verändern kann. Er ist immer ein Unmensch gewesen. Du hast es nur nicht gewusst. Das stimmt nicht, er war früher anders. Er ist völlig verändert, seit er von Rhodos zurück ist. Meine arme Sarah. Wenn es mir möglich wäre, Aaron durch mein Geständnis zu retten... Dann würde ich gestehen, was ich nicht einmal in Gedanken getan habe. Ich muss einen Weg finden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die Flucht? Er soll fliehen? Gibt es denn eine Möglichkeit? Bitte sag sie. Bitte, Antipatro. Bei dem Wachkommando sind einige zuverlässige Leute. Ihre einzige Zuverlässigkeit ist ihre Angst vor dem König. Keiner von ihnen riskiert sein Leben für Aaron. Das habe ich auch nicht behauptet. Aber vielleicht tun sie es für etwas anderes. Für Gold? Er hat recht. Es gibt immer welche, die sich bestechen lassen. Es wäre Aarons Rettung. Es kommt immer nur darauf an, Königin, ob das Geschenk das Wagnis wert ist. Du weißt, ich selbst besitze nichts. Mein Vater gibt mir nur, was ich für meine Kleidung brauche. Aber du hast doch Schmuck in Hülle und Fülle. Die hübsche Kette, da würde genügen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Trotzdem will ich den Versuch wagen. Sei unbesorgt. Ich habe geschworen, dass ich Aaron rette. Ich werde mein Wort halten. Königin, lass nur Sarah, geh jetzt. Aaron, Liebster. Sarah. Wir haben die Wächter bestochen. Sie werden dich anstelle von Samea hinauftragen. Ist Samea tot? Ja, zu Tode gefoltert. Beeilt euch. Komm, Liebster. Gebt die Belohnung vorher, sonst tue ich's nicht. Ja, schon gut. Hier. Es ist mehr wert als das, was du dafür tust.
Ich habe alles so ausgeführt, wie du befohlen hast. Und der Wächter? War einverstanden. Hast du ihm meinen Namen genannt? Nein, nein, keine Sorge. Diese Tat werde ich dir nie vergessen. Geh jetzt weiter. Gute Nacht, mein kleiner Liebling. Schlaf gut. Ich habe dir gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Geh weg! Verzeih mir. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich war eifersüchtig. Ich bitte dich aufrichtig, Mariamne, verzeih mir. Ich kann keinen Schlaf finden und keinen Frieden. Ich habe lange über alles nachgedacht, über dich und meinen Sohn. Meinen Sohn? Was soll diese Frage? Bist du wahnsinnig? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Aaron hat kein Wort gesagt. Er wird sich weiter foltern lassen und lieber sterben, als ein Wort gestehen. Warum sagst du nichts? Du allein könntest mir den Frieden wiedergeben, aber du schweigst. Du hörst ja nicht auf meine Worte. Ich habe eine Menge Sklaven und bin hier selbst nichts weiter als ein Sklave. Ich wäre auch gern dein Sklave, wenn du wolltest. Kann es nicht wieder wie früher sein? Sollen wir nicht alles vergessen und noch einmal beginnen? Was sagst du? Es wird zwischen uns nie wieder so werden wie früher. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist mir manchmal, als ob ich geträumt hätte. Es muss wieder so sein wie früher. Wir können alles, was war, vergessen, wenn du nur willst. Ich bin gerne bereit zu verzeihen, wenn du mich auch mit Aaron betrogen hast. Ich bin bereit, sogar das zu verzeihen. Dein Misstrauen ist beleidigend. Ich habe dich nicht beleidigt. Wie kannst du meine Worte so falsch auslegen? Sie beweisen nur meine Großzügigkeit. Wenn du um Verzeihung bittest, dann wird wieder alles so sein wie früher. Alles, hörst du? Ich liebe dich doch. Dein Verdacht ist schon quälend genug. Willst du mich jetzt auch noch wie eine Dirne behandeln? Entscheide dich. Ich frage nicht noch einmal. Was du getan hast, vergesse ich nie. Ich will dich nicht sehen, geh mir aus den Augen. Ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Aaron ist entflohen. Was? Er ist nicht mehr im Kerker. Wie ist das denn möglich? Ein Wächter ist bestochen worden. Wer hat das gewagt? Folge mir, Vater. Du hast mich rufen lassen. Was gibt es, Mariamne? Du hattest recht, Mutter. Ich habe eingesehen, dass ich einen Unmenschen geliebt habe. Was soll ich tun, Mutter? Beruhige dich, mein Kind. Komm, setz dich dorthin und erzähle mir, was geschehen ist. Das Kind. Es geht um mein Kind, Mutter. Es ist entsetzlich. Er hat so getan, als ob es nicht seins wäre. Wenn er sich in diesen Gedanken verbohrt, bringt er es fertig und lässt es töten. Er wird mein Kind abschlachten. In seiner grenzenlosen Eifersucht ist er zu allem fähig. Das habe ich dir immer gesagt. Mutter, hilf mir. Flieh mit dem Kind. Verlasst Jerusalem und flieht irgendwohin, wo euch keiner findet. Rette mein Kind, Mutter. Ja, Mariamne. Ich werde es retten. Wer hat dir die Kette gegeben? Antworte, wenn dich der König etwas fragt. Moab hat sie mir gegeben. Moab wollte mich töten, als ich ihn zur Rede gestellt habe. Aber ich bin ihm zuvorgekommen. Bring ihn zum Henker. Los, weg mit ihm. Oh, nein! Nein! Gnade! 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 Oh, Gnade! Die Kette habe ich ihr geschenkt, als wir aus Ägypten zurückkamen. Genügt dir der Beweis? Ja. Jetzt habe ich endlich Klarheit. In 2 Tagen sind wir in meiner Heimat, Königin. In Bethlehem. Bleib an der Tür, damit uns niemand überrascht. Ja. Sorge dafür, dass niemand erfährt, wessen Kind es ist. Nur dann ist es in Sicherheit. Verlass dich nur auf mich. Mach dir keine Sorgen. Leb wohl, mein Kleiner. Möge Gott deinem Schicksal gnädig sein. Arme Tochter, ich weiß, wie dir zumute ist. Ich werde beten, dass die Gefahr bald vorübergeht und ich dich zurückholen kann. Gib ihn mir, es wird Zeit. Warte noch. Wer weiß, ob ich ihn je wiedersehe. Die Wache, Königin! Sie kommt hierher! Besetzt den Ausgang!
Ihr beiden kommt mit. Auf Befehl unseres großen Königs Herodes bist du von diesem Augenblick an meine Gefangene. Du darfst weder das Gemach verlassen, noch jemanden empfangen. Morgen früh in der 6. Stunde wirst du dich vor dem hohen Gericht zu verantworten haben. Ich ermahne dich eindringlich, ein freimütiges Geständnis abzulegen. Nur das wird den Hohen Rat zur Milde stimmen. Königin, unterwirfst du dich dem Spruch deiner Richter? Gott ist mein Richter, nicht ihr. Wenn er will, dass Lüge und Verleumdung über mich siegen, dann wird er nicht verlangen, dass ich weiterlebe. Die Anklage lautet auf Ehebruch. Das ist eine falsche Anklage. Meine einzige Schuld ist meine Treue. Du hast Aaron zur Flucht verholfen. Gibst du das zu? Ja, ich gebe es zu. Trotzdem willst du immer noch leugnen, dass du mit ihm die Ehe gebrochen hast? Antworte, war Aaron dein Mitschuldiger? Nein. Aber du hast ihm doch zur Flucht verholfen. Er war zu Unrecht im Gefängnis, genau wie ich zu Unrecht vor euch stehe. Wer sich durch die Flucht der Gerechtigkeit entzieht, klagt sich an. Gerechtigkeit? Er war unschuldig, trotzdem wäre er getötet worden. Du sollst nicht töten, heißt es in der Schrift. Ja, in deiner Schrift heißt es auch, du sollst nicht Ehe brechen. Das gilt für dich genauso wie für jede andere Frau. Komm her, mein König. Sieh dir den Himmel an. Und sag mir, was du siehst. Was siehst du? Ein Wunder. Bleib uns her! Großer König. Was bedeutet dieser Stern? Nach den Gesetzen der Astrologie oder nach dem Aberglauben der Menschen? Ich will eine klare Antwort auf meine Frage. Du weißt, dass im Laufe dieser Nacht die Entscheidung über Leben oder Tod meiner Frau gefällt wird. Ist dies vielleicht ein Zeichen des Himmels, dass sie unschuldig ist? Und eine Warnung für mich? Antworte mir! Ich deute es als Beweis, dass deine Frau schuldig ist. Eine Warnung ist es für deine Feinde. Für dich bedeutet es Gutes. Wenn auch die falschen Propheten erklären, es sei ein Zeichen für die Ankunft ihres lang erwarteten Messias, des neuen Königs der Juden. Meine Sorge war also völlig unbegründet. Jetzt fühle ich mich erleichtert. Wenn der Himmel mir sogar bestätigt, dass ich recht habe, darf ich selbst nicht mehr daran zweifeln. Schuldig! 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 Hat sie ihre Schuld gestanden? Nein, mein König. Sie hat nicht gestanden. Und hat sie auch nicht um Gnade gefleht? Nicht für sich, nur für die Richter, die sie verurteilt haben. Und hat sie kein Wort gefunden für den Mann, den sie betrogen hat? Keine Silbe? Für den König, den sie beleidigt hat? Wie ist euer Spruch? Er hat sie doch nicht freigesprochen! Nein, das haben wir nicht. Der Hohe Rat hat einstimmig auf schuldig erkannt. Alle Verurteilten flehen um Gnade. Aber sie schweigt.
Sie will mir ihre Verachtung und ihren Hass beweisen. Bis in den Tod. Und wie soll sie gerichtet werden, Vater? Sie soll gerichtet werden, wie es das Gesetz verlangt. Dann wird sie also gesteinigt. Wenn es das Gesetz verlangt, dann soll es geschehen. Morgen Abend, mein König? Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob die Steinigung morgen Abend stattfinden soll. Ja. Unsere Späher kommen aus Jerusalem zurück. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Hat der Hohe Rat die Königin zum Tode verurteilt? Was wirft man ihr vor? Sarah, hast du schon gehört? Die Königin ist zum Tode verurteilt worden. Psst. Morgen Abend soll sie gesteinigt werden. Was macht der Arm? Und die Hand? Hast du noch Schmerzen? Nein, Sarah. Du hast nicht gut gepflegt. Hast du etwas von der Königin gehört? Nein. Dann werde ich nach Jerusalem reisen. Du bist noch zu schwach. Du liebst sie. Das Schicksal hat uns beide miteinander verbunden. Antworte mir, liebst du sie? Ja, aber nicht so, wie du denkst. Diese Liebe ist anders. Ich verehre diese Frau Sarah. Sie besitzt so viel echte Größe. So viel frauliche Würde. So viel Güte und Edelmut. Wie keine andere Königin. Ein Blick von ihr oder ein Lächeln genügen, um einen Untertan für das schwerste Opfer, das er gebracht hat, zu entschädigen. Herodes ist eifersüchtig. Er verdächtigt sie. Und deshalb, Sarah, ist es meine Pflicht, mich für sie einzusetzen und sie vor ihm zu schützen. Sarah! Was hast du? Ich wollte es dir nicht sagen. Niemand kann die Königin retten. Niemand. Warum nicht? Morgen Abend, vor Sonnenuntergang, wird sie gesteinigt. Nein. Und das hast du mir verschwiegen. Ich wollte verhindern, dass du dein Leben für sie aufs Spiel setzt. Bleib hier, Aaron. Ich will dich nicht verlieren. Lass mich. Herodes ist wahnsinnig. Was er vorhat, ist doch reiner Mord. Ich werde die Königin retten oder sterben. Herodes ist mächtiger als du. Aaron! Ich werde die Königin retten. Koste es, was es wolle. Aaron! Aaron, bleib hier! Lass mich! Nein, Aaron! Lass mich! Oh. Aaron! Aaron, lass mich nicht allein! Aaron! 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 Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ihr werdet die Verurteilte abholen und unter starker Bewachung zum östlichen Stadttor bringen. Nach meiner Ansicht ist damit zu rechnen, dass in der Stadt Aufruhr entsteht, besonders an der Stadtmauer. Ich erwarte daher, dass ihr euch so verhaltet, dass jeder unliebsame Zwischenfall vermieden wird. Taris! Hat die Königin nach mir gefragt? Nein, mein König. Taris, wenn sie nach mir fragt, oder gestehen will, oder um Gnade bitten sollte, und sei es in der letzten Minute, du weißt, was ich sagen will, nicht wahr? Ja, ich verstehe. Dann brich ich die Hinrichtung ab. Ja, das musst du. Und zwar beim geringsten Anzeichen von Reue. Versprich mir das, Taris. Und bleib an ihrer Seite. Versprich mir das auch.
Ja, mein König. Geh jetzt. Vater, die Wache hat einen Mann festgenommen. Er hat die Bevölkerung aufgewiegelt. Er hat das Gerücht verbreitet, dass der Messias erschienen sei. Der neue König von Judäa. Das ist Hochverrat. Bring den Mann her. Das ist der falsche Prophet. Was erzählst du von einem neuen König? Nun? Großer König, wir waren mit unseren Schafen bei Bethlehem auf der Weide, ich und meine Söhne. Spät in der Nacht weckte uns ein helles Licht. Wir blickten erschrocken zum Himmel auf und sahen einen hellen Stern über einem Stall. Meine Söhne fürchteten sich. Aber mich erfüllte eine große Freude und ich sagte zu meinen Söhnen, lasst uns zu dem Stall gehen. Als wir näher kamen, sah ich auf den Gesichtern der Hirten, die wie wir zum Stall eierten, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, tiefen Frieden und Freude. Es waren die gleichen Gefühle, die auch meine Seele ergriffen hatten. Als wir in den Stall traten, sahen wir eine Frau und einen Mann und in einer Krippe liegend, auf Stroh ein neugeborenes Kind. Und vor ihm drei Könige in fremden Gewändern, wie ich sie noch nie sah. Sie lagen auf den Knien und beteten das Kind an. Wir fielen ebenfalls auf die Knie und beteten es an. Ich weinte vor Ergriffenheit. Und dann hörte ich die Leute um mich sagen, er ist es, der Messias, der neue König der Juden. Halleluja! Halleluja! Hinaus! Ephraim, schick sofort einige Soldaten nach Bethlehem und lass alle Neugeborenen töten, verstanden? Jawohl, mein König. Ich frage dich zum letzten Mal, ob du gestehen willst. Willst du gestehen? Also gut, dann musst du sterben. Volk von Jerusalem, du musst das Urteil vollstrecken. So will es das Gesetz. Ich fordere euch noch einmal auf, das Urteil zu vollstrecken. Vollstreckt ihr das Urteil? Ist sie tot? Ja, wir haben uns geweigert, aber die Soldaten haben das Urteil vollstreckt. Du kommst zu spät. Wo ist die Königin? Legt sie noch draußen? Vor der Mauer? Ja. Ich will sie sehen. Nein, geh lieber jetzt nicht hin. Du wirst sie nicht wiedererkennen. Sarah. Marianne! Nein! Nein! Kein Licht! Vater, was hast du? Sie war unschuldig. Ich weiß es jetzt. Aber jetzt ist sie tot. Ich habe sie getötet.
Ich habe sie getötet, weil ich vor Eifersucht blind war. Jetzt finde ich keine Ruhe mehr auf der Welt. Marianne! Vater! Vater! Antipatro. Du hast gewusst. Du hast gewusst, dass sie unschuldig war. Sie war nicht unschuldig, Vater. Doch, du wusstest es. Von Anfang an. Nein! Du wolltest, dass ich sie töten lasse. Jetzt durchschaue ich dich, du Scheußer! Du hast meine Eifersucht geweckt! Nein, Vater, ich habe nur deine Ehre retten wollen. Ich war der Einzige, der zu dir gehalten hat. Glaub mir! Mein Kind. Mein Sohn. Wo ist er? Wo ist mein Sohn? Bring meinen Sohn her, ich will ihn sehen. Sklaven! Habt ihr mich denn alle verlassen? Sklaven! Wo seid ihr? Ich lasse euch tot, mein Schlierhunde! Wo ist Marianne? Marianne! Mein Thron mit Blut besudelt. Antwortet! Blut. Blut! Ich sehe es überall! Der ganze Boden ist mit Blut besudelt! Marianne! Verzeih mir, Marianne!